Heute zeige ich Ihnen, wie man an lockerer Leine mit dem Hund laufen kann, sodass Sie entspannter einen Spaziergang durchführen können. Damit die Kommunikation zwischen Hund und Mensch besser funktioniert, zeige ich jetzt mal, wie man das machen kann mit einer Zweipunktführung. Wir nennen das Balanceleine führen. Dafür macht man die 2-Meter-Leine lang. Dann kann man die Leine in einer Schlaufe vor den Hund legen, sodass die Schlaufe vor der Brust des Hundes zu liegen kommt. Will ich den Hund anhalten, drehe ich mich ein bisschen zu dem Hund rein, gebe ein leichtes Signal. Man sieht schon, die Ischka geht dann schon zurück, setzt sich hin. Allein das Signal vor der Brust reicht schon aus, dass der Hund merkt, okay, ich möchte sie anhalten. Um jetzt wieder vorzugehen, muss ich ihr natürlich wieder ein Signal geben. Signal nach vorne, Ischka. Eine weitere Möglichkeit, den Hund an lockerer Leine zu führen, besteht darin, mit einem Kopfhalfter zu arbeiten. Da ist es wichtig, genau zu gucken, dass das Kopfhalfter nicht in den Augen liegt, sondern wirklich auf der Nase aufliegt und dass der Hund genügend Platz und Spielraum hat, seinen Fang zu öffnen. So, wir werden den kleinen Karabiner jetzt da am Kopfhalfter einhängen und dabei sollten Sie schon versuchen, einfach die Leine da ganz locker zu lassen, damit da möglichst wenig Zug darauf kommt. Es ist nur eine Kommunikationshilfe, das heißt also, der Hund wird dann nicht gemaßregelt, sondern man versucht nur mit leichten Signalen dem Hund eine Richtung vorzugeben. Es ist ganz wichtig, erstmal bevor man losgeht, die Leine in Neutralposition zu halten, das heißt also, die Leine locker zu lassen. Und den Hund eigentlich nur zu korrigieren, wenn es notwendig ist. Und es ist ganz wichtig, in dem Moment, wenn der Hund die richtige Position eingenommen hat, beide Leinen wieder locker zu lassen, weil das nämlich auch ein Signal ist, dass der Hund das Verhalten in dem Moment richtig zeigt. Und komm. Man sollte immer sehr vorsichtig damit umgehen. Man hat einen sehr starken Hebel. Deshalb sollte man da immer darauf achten, dass die Signale sehr, sehr feinfühlig ausgeführt werden. Thank you.